Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast A New Beginning. Ja, hier winken sie schon alle und alle labern hier auf mich ein. Wir sollen eigentlich Dark finden im Umkreis des Dorfes. Das haben wir auch alles so schön gedingst hier letztes Mal. Ich komme gar nicht auf das Wort. Aber ich habe dann hier hinten auch noch eine Quest gesehen. Und die würde ich ehrlich gesagt mal eben gerne mit annehmen. Weil kann ja sein, dass die vielleicht auch auf dem Weg ist. Wie, nicht so böse an hier. Hey, Großer. Sei gegrüßt, Fender. Ich heiße Mo... Anmelden? Wofür? Weißt du was? Vergiss es. Deine Hände verraten, dass du nicht in der Lage bist, hier zu arbeiten. Du bist dieser Ulukai, oder? Man sollte meinen, die Jots hätten dir bessere Hände gegeben. Was soll mit denen sein? Zu viele Finger für dich? Deine Hände eignen sich perfekt, um Tuniken zu nähen und Riesikuchen für die Wandlungszeremonie zu backen. Und jetzt geh. In den Baumkronen verrichten wir wahre Arbeit. Mhm. Das heißt was? Ich frag mich bloß, welche Arbeit solche Wurst... Ich meine, starken Finger erfordert. Bist du zum ersten Mal in Emir? Auf diesen Bäumen züchten wir die köstlichsten Moraks auf Adelpha. Ich heiße Mor. Ich bin der Großaufseher des Pflückerverbands. Sieh an, Großaufseher. Klingt wichtig. Pflücker sind nicht bloß einfache Bauern. Die besten Moraks wachsen nahe der Monde, in den höchsten Baumwipfeln. Die zu pflücken ist riskant. Nur junge und starke Talaner können sie erreichen. In meinen frühen Monden tanzte ich furchtlos über die Äste. Doch jetzt wird mir da oben schwindelig. Daher habe ich neue Aufgaben. Oha. Was treibst du hier so? Wenn ich nicht die Ernte beaufsichtige, rekrutiere ich neue Pflücker für die Wipfel. Bist du mit Hatzo befreundet? In der Politik gibt es keine Freunde. Hatzo ist Emeas Anführer. Doch er will mit dem Feind verhandeln. Emea kann froh sein, dass die Invasoren es nicht auf die Moraks abgesehen haben. Klingt so, als vertrittst du die Opposition, Mor. Willst du der neue Dorfhäuptling werden? Jeder Bodenbewohner Emeas hat das Recht, den Häuptling vor den Jots herauszufordern. Das habe ich getan. Zweimal. Ohne Erfolg. Man sagt, alle guten Dinge sind drei. Wie tief ich auch absteige, in Emea betrachtet man mich immer noch als unwürdigen Talaner aus den Wipfeln. Um meinen Wert zu beweisen, müssen wir mehr Moraks pflücken. Erzähl mir mehr über Kasmir. Du weißt schon genug. Ich will nicht länger über Versager reden. Das ist heftig. Wo finde ich Dark? Für gewöhnlich hängt er bei den Läden ab. Die Händler bringen ihn dazu, nutzloses Zeug wie Taucherausrüstung und anderen Unsinn, der nie funktioniert, zu kaufen. Vielleicht ist er auch bei der Hütte seines Vaters am See, nordwestlich von hier. Vermutlich erforscht er den See, wie sein Vater vor ihm. Allerdings nicht schwimmend. Er würde selbst in einem Eimer Wasser umkehren. Keine Ahnung, was er da macht. Irgendein Geheimprojekt. Er sollte hier oben lieber fleißig Moraks für den nächsten Konvoi sammeln. Das, so langsam wird spannend hier. Sorry, wer bist du nochmal? Ich bin Mor, der oberste Pflücker von Emir. Zeit zu gehen. Bis dann, Mor. Na gut, dann werden wir uns mal aufmachen. Wieso ist jetzt schon wieder einer hier? Jetzt können wir mit dem nochmal sprechen? Okay, das interessiert mich jetzt doch. Bevor wir gehen, müssen wir mit ihm am besten nochmal eben reden. Weil das war vorher, glaube ich, nicht drin. Hallo. Ah, komischer Fremder. Noch mehr zweifelhafte Anliegen? Morak-Früchte. Schmecken die gut? Wir essen hier nichts anderes. Die Moraks nähren, pflegen und läutern unsere Phantasmas. Früher kamen Talaner aus allen Winkeln Adelphas hierher, um für den besonderen Geschmack viele Sorkins zu zahlen.
Jetzt bin ich hungrig, Häuptling. Wo kriege ich welche? Du findest sie in den Baumwipfeln. Du musst nur klettern. Aber lass dich nicht vom Großaufseher Mor beim Stehlen erwischen. Er ist weitaus weniger zuvorkommend als ich. Okay. Ja gut, der Rest ist ich ja... Ich würde gerne länger bleiben, doch. Du musst los? Gut. Gut, da freut er sich jedes Mal, wenn ich wieder los kann. Ich weiß. Moment, wieso hat er denn jetzt immer noch die Option da drin? Ich verstehe es nicht. Egal, wir wenden uns jetzt erstmal dem einen... Ach so, genau. Ich habe noch was anderes gemacht. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, RB. Wo war das denn? Genau, hier. Jetpack war das schon. Hier diese... Ich habe die doch freigeschaltet. Nahkampfschaden? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Weil diese Energiebatterie hatte ich nämlich freigeschaltet und habe danach nochmal gespeichert. Warum ich die jetzt nochmal freischalten muss, weiß ich allerdings nicht. Ah, schnell über den Boden gleiten. Da hoffe ich mal, dass wir schnell das zusammengesammelt kriegen. Ah, da können wir jetzt Doppelsprünge mitmachen. Sehr schön. Mal eben schauen, wo müssen wir denn hin? Erstmal hier geradeaus. Das sieht gut aus. Sind das die, die ich brauche? Ne, die kann ich gar nicht einsammeln, ne? Ne, die kann ich nicht einsammeln. Es war aber gerade eine gute Farbe. So, hier rechts. Ich schätze mal, das ist er. Höre ich hier Hunde oder was höre ich hier die ganze Zeit? Hallöchen. Hi. Was geht hier vor? Oh mein Jott! Unglaublich! Haben die Jots dich zu Dark geschickt? Das wüsste ich auch gerne. Die Jots sind gerade alles andere als eindeutig. Wer ist Dark? Ich bin Dark. Deine Suche hat ein Ende. Dies ist der richtige Ort. Der richtige Ort? Was tust du hier? Ha! Sollte der Bote der Jots das nicht wissen? Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters, was sonst? Ich wollte Kasmirs Werk fortführen. Daher hörte ich auf, in den Wipfeln zu arbeiten und gab all meine Sorkins für einen Taucheranzug aus, der nicht funktioniert. Schließt du dich mir an? Kommt darauf an, würdest du ein Nein akzeptieren? Das klingt nach einem Ja! Komm, es gibt viel zu tun. Wie mein Vater zu sagen pflegte, Übung macht den Meister. Hat er das irgendwie was in der Kommunikation nicht ganz verstanden? Jemand hat dir die Wandlungszeremonie verweigert? Das waren die Invasoren. Sie haben die Daokas abgeschaltet. Die Portale, die unseren Planeten verbinden. Jetzt ist die Reise zum Phantasmabrunnen zu lang und zu gefährlich. Der Zeremonienmeister von Palana, Herax, kann das heilige Ritual der Wandlung nicht mehr durchführen. Und soweit ich weiß, gilt das auch für die Umkehrungszeremonien. Wo liegt der Phantasmabrunnen? In Shamazar. Einem fernen, fernen Land. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Junge Talaner reisten für unzählige Monde durch die Daokas zum Phantasmabrunnen. Herax ist für die Wandlungszeremonie zuständig, doch seit der Invasion ist sie nicht mehr möglich. Eine ganze Generation von Talanern hat Kisar verlassen, ohne ihr Phantasma zu kennen. Das ist eine existenzielle Krise planetaren Ausmaßes. Also ist das schlecht? Ja, das Phantasma bestimmt das Leben jedes Talaners. Und jetzt muss sich meine ganze Generation selbst entscheiden. Was für ein Albtraum. Oh mein Gott, man muss eine Entscheidung für sich selber treffen und für seine Zukunft. Wo gibt's denn sowas? Was ist mit Prokeyana passiert? Etwas Schlimmes. Immer das Gute sehen, Dark. Das Gute. Mhm. Erzähl mir mehr über Hatzo. Solange ich denken kann, war Hatzo schon Häuptling von Emea. Nach dem Fall von Prokriana wollte er verhindern, dass Emea sich wehrt. Er fürchtet unsere Umkehrung. Doch seine passive Strategie wird ebenfalls scheitern.
Ist dein Vater hier? In gewisser Weise. Er wurde am Grund dieses Sees umgekehrt. Ich versuchte ihn zu retten, doch ich kann nicht schwimmen und wurde beinahe selbst umgekehrt. Ich fürchte mich so vor Wasser. Tut mir leid, das zu hören. Du solltest schwimmen lernen. Übung macht den Meister. Und so. Ja, das stimmt. Warum baust du dir eine Hütte am See, wenn du nicht schwimmen kannst? Die Jots verspotten mich, weil mir eine Wandlungszeremonie verweigert wurde. Wieder und wieder prüfen sie mich mit Wasser. Doch ich kann unmöglich ein Eluetalaner sein. Ich hasse Wasser. Vater hasste es auch. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich werde mein Schicksal erfüllen. Na, und was für ein Schicksal wäre das? Die Altehrwürdigen markierten hier einen Fels, den mein Vater Millionen von Monden später fand. Auf dem gravierten Fels steht, dass sein einziger Sohn in einem See ein Artefakt entdecken wird. Ein Artefakt, das Emea vor dem Untergang bewahrt. Er wollte es für mich holen, doch jetzt fürchte ich das Wasser noch mehr. Tja. Kann ich mir diesen Fels mal ansehen? Mein Vater hat ihn allen gezeigt. Ich musste den Text sogar auswendig lernen, falls er zerstört würde. Keiner glaubte uns. Wer glaubt schon noch an Prophezeiungen, was? Und hier stehe ich brabbelnd in dem Glauben, die Jots hätten dich geschickt. Wie dumm von mir. Apropos Prophezeiungen. Vielleicht hast du schon mal vom Ulukai gehört. Bei den Jots? Natürlich! Mein Vater erzählte mir alles über den Retter Adelphas. Das bist du? Das scheint Leas zumindest zu glauben. Ich erinnere mich kaum an früher. Die Jots haben unsere Begegnung geplant. Ich werde dir den Text zeigen, Ulukai. Gemeinsam werden wir Emea retten, während du Adelpha rettest. Sicher. Wie könnte ich mich so einem Enthusiasmus widersetzen? Ja, und ich bin doch gerne an zwei Orten gleichzeitig. Nach was für einem Relikt suchst du? Das weiß ich nicht genau. Doch Kasmir meinte, er würde mein Dorf vor den Invasoren retten. Wenn die Inschrift stimmt. Also eine Waffe. Du bist der Ulukai. Sag du es mir. Ist nicht wichtig. Ich vertraue auf den großen Plan der Jots. Wir müssen uns jedoch beeilen. Emea schwebt in Gefahr und unser Anführer Hazo kann uns nicht beschützen. Naja, da es aber den Anschein macht, als ob es nicht viele Menschen dort gibt, sondern mehr so klonkriegermäßig nur Roboter, könnte diese Waffe vielleicht auch einfach so eine Art trojanisches Pferd sein, was die Schaltkreise durcheinander bringt. Nur so eine Vermutung. Zeig mir den Felsen. Folge mir! Hier ist es. Warte. Was ist denn los? Du gehst voran. Ich bin meines Vaters Hazardes noch nicht würdig. Was ist das? Nicht anfassen. Es ist uralte Magie. Was zur Kreide? Ulukai? Bist du in Ordnung? Doug. Das hier solltest du dir einmal ansehen. Allmächtige Jots. Du hast das berührt. Was hast du getan? Kasmir hat es immer verboten. Oh. Wenn die Altehrwürdigen keine albernen Kritzeleien mochten, hat sich dein Vater wohl einen Scherz erlaubt. Äußerst verwirrend. Wann warst du das letzte Mal hier? Ich war jung und naiv. Es gibt kein Artefakt. Kein Abenteuer. Ein ruiniertes Leben für eine falsche Prophezeiung. Manchmal täuschen uns die Erinnerungen. Du weißt schon, wir sehen, was wir sehen wollen. Er hat gelogen. Es waren alles nur Märchen. Ich bin ja so dumm. Ich sollte meine Umkehrung planen. Es hinter mich bringen. Hey, Kasmir hat seine Geschichte vielleicht etwas ausgeschmückt, damit sie unterhaltsamer wird. Kinder langweilen sich recht schnell. In den Seen gibt es nichts. Alles andere ehrt weder meines Vaters Andenken noch meines. Warte mal. Nicht alles auf der Tafel ist von deinem Vater. Hier gibt es alte Symbole, siehst du? Ich weiß, was du versuchst. Aber Hazo hat recht. Ich muss erwachsen werden. Wirf selber einen Blick drauf. Siehst du diese Form hier? Ich glaube, ich weiß, was die sind. Und das X ist der Schatz.
Wow. Oh mein Gott! Du hast recht, Ulukai. Das ist eine Karte der Seen. Und in diesem hier muss etwas liegen. Wir sind nah dran. Ich spüre es, Partner. Wir sind Partner. Partner? Mal ganz sachte, Dark. Ich helfe zwar gerne, hab aber eigene Ziele, verstehst du? Ich bin so aufgeregt. Du musst in den See tauchen, Ulukai. Du musst die Meer retten. Hast du überhaupt gehört, was ich gerade... Wir sehen uns am See. Von diesem Tag wird man noch singen. Gehen wir. Mission abgeschlossen. Dark im Umfeld des Dorfes aufsuchen. Was ist mit dir? Hallo? Kann ich dich irgendwie einsammeln? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ist denn da hinten? Ist das auch was zum Einsammeln? Hier ist auch nochmal was. Und da ist noch was Gelbes. Ich schau mal eben nach, was das ist. Ah, da kommen Feinde. Das ist irgendwie hier. Nein, alles voll. Oh, na toll. Moment, oben? Nee, das ist auch wieder nur so was Kleines, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal... Oh, habe ich mich jetzt gerade schon... Ich gucke auf die Karte und renne einfach weiter. Ist das eigentlich schneller, wenn ich hüpfe? Ich weiß es nicht. Oh, da hinten kommen Gegner. Moment. Wo denn? Sollte vielleicht erstmal zielen. Okay. Gut. Sollten wir hier rum oder sollten wir hier rum gehen? Ich glaube, hier rum ist der Eingang, ne? Ah. Nein? Rein in meine Tasche, du Dingsbums. Genau. Oh, irgendwas kommt da aber übers Wasser. Ja, wir treffen uns hier am See. Das ist ja toll. Und jetzt? Hey, Dark. Da bist du ja, Partner. Komm jederzeit wieder. Hä? Oh, das fehlt mir gerade noch. Hier war da noch einer irgendwo. Ja, nähere dich dem Artefakt, das ist ja toll, aber soll ich jetzt einfach ins Wasser springen oder wie? Kann ich tauchen? Kriege ich da Luft? Keine Ahnung. Wo kommen diese Viecher jetzt her? Ach, das ist hier. Navy Seals, jetzt und für immer. Moment, tauchen X? Oh, ich hoffe, hier ist nichts drin. Eieieiei. Du hast es gefunden. Mein Jod! Wuhu! Unglaublich! Ja, und nun? Mission abgeschlossen? Dein Vater war wohl doch kein Spinner. Hier ist dein Artefakt. Wenn er das nur sehen könnte. Es ist so... so... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Geht mir genauso. Aber hey, es schwebt.
Das ist schon mal ein Anfang. Nicht sicher, wie wir damit die Invasion bekämpfen sollen, aber finden wir es gemeinsam heraus. Dein Schicksal ist mit meinem verbunden, Ulukai. Mein Vater wäre stolz. Das hoffen wir. Hat Kasimir eine Anleitung oder so etwas erwähnt? Nein. Er meinte nur ständig, es würde unserem Volk helfen. Er wollte Hatzo davon überzeugen. Hatzo muss das sehen. Okay. Ich werde dieses Ding nach Emea bringen. Was? Vielen Dank, Ulukai. Für alles. Wie soll ich das Ding denn dahin bringen? Warum ist Emea in Gefahr? Unser Häuptling Hatzo glaubt, wenn wir verhandeln, wird unser Dorf von ihrer Tyrannei verschont. Doch ich durchschaue seine Lügen. Er ermutigt junge Talaner im Norden nach Arbeit zu suchen. Doch sie kehren nie zurück. Man sagt, die Invasoren nehmen sie in Desan gefangen, um sie zu Sklaven zu machen. Talaner gegen ihren Willen auszuhändigen? Das nimmt kein gutes Ende. Weise Worte, Ulukai. Doch verharren wir nicht beim Schlechten. Immer das Gute sehen, wie Vater sagte. Ein großer Schatz wartet auf die Entdecker. Das Licht auf dem gravierten Fels. Glaubst du wirklich, das ist der Geist deines Vaters? Was ist dein Geist? Das ist Kasimirs Hazardes. Er wurde umgekehrt, bevor er sein Schicksal erfüllen konnte. Daher verweilt sein Hazardes hier und kann nicht nach Palana, bis er es getan hat. Kasimir muss seinen Frieden finden, bevor er zu den Jots kann. Komm jederzeit wieder. So voll fröhlich, er muss seinen Frieden finden. Komm jederzeit wieder. Schiebe das Artefakt mit X oder B zum Dorf. Okay. Wo ist der Unterschied? Also X ist schlagen, das ist klar, aber wieso B? Ach so, dann tritt er quasi. Oh. Scheiße. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das da jetzt so dran vorbeibekomme. Hallo? Jetzt müssen wir ja auch noch Fußball spielen. Das geht aber jetzt nicht in die Richtung, wo ich das haben will. Hallo. Okay, was sammeln wir hier ein? Tränke herstellen. Ressourcen von Kreaturen können mit bestimmten Pflanzen kombiniert werden, um mächtige Tränke herzustellen. Sprich dafür mit Gant Halli Potts in den Dörfern. Kann man das mal einer übersetzen? Na gut. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Keine Ahnung. Ja, naja, fast. Oh, ist das blöd. Ich glaube, mit B geht's echt schneller. Das sind ja schon wieder welche. Nein? Och, jetzt geh doch nicht immer nach links, Mann. Ich will auch keinen Fußball hier spielen. Ich will die Kugel eigentlich dahin transportieren. Ist der jetzt da durchgegangen? Och, immer noch nicht. Wo sind die denn? Da. Waren alle, oder? Okay. Muss ich das wirklich mit mir rumtragen? Tja,
Du musst es nicht nehmen, aber ich habe keine Ahnung, ob wir es irgendwann mal brauchen. Deswegen versuchen wir es einfach. Ach, es war so klar, dass der dann nicht dahin geht, wo ich es hinmache. So, warte. Das nehmen wir mit. Und ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Das ist voll das komische Ding irgendwie. Nicht zu nah! Macht Platz, meine Freunde! Ich habe freie Bahn. Hey! Robin Hood! Senk den Bogen, okay? Du kannst mir nichts befehlen. Also gut. Jetzt beruhigt euch alle mal. Dieses dreckige Stück Müll stinkt fürchterlich. Warum bringst du das her, Fremder? Ich befehle dir, es zurück an seinen Fundort zu bringen. Sofort. Hatzo, hör mir zu. Dark? Wir haben das Relikt, das Kasimir gesucht hat. Natürlich steckst du dahinter. Du brabbelnder Trottel. Damit retten wir das Dorf vor den Invasoren. Genau wie die altehrwürdigen Prophezeiten. Unsinn! Willst du, dass wir alle umkehren? Was? Nein! Hier gibt es nichts zu sehen. Geht auseinander, bevor die Invasoren uns vom Himmel aus sehen. Hä, warum sollten die die nicht sehen? Die, also wenn die wissen, dass sie da leben... Hä, wo ist das Ding jetzt hin? Hä? Hat sich das jetzt in Luft aufgelöst, oder was? Moment, Freundchen, mit dir muss ich nochmal eine Runde sprechen hier. Wo bist du? Da. Häuptling. Was bei den Jots? Warum bringst du diese Bombe hierher? Entspann dich. Das ist ganz sicher keine Bombe. Artefakt. Entspann dich. Das ist ganz sicher keine Bombe. Ich habe schon viele Bomben gesehen. Das hier ist was anderes. Ich hatte gehofft, du wüsstest, was es ist. Mir ist egal, was es ist. Ich will es nicht hier haben. Es wird explodieren oder, noch schlimmer, die Invasoren anlocken. So oder so wird Emea dann wie Prokriana ein Ziel. Ich habe mit Dark geredet. Ich bin der Häuptling, also höre auf meinen Rat. Du solltest Dark nicht zu ernst nehmen. Er war so ein guter Pflücker. Jetzt ist er... Naja, du weißt schon. Was ist Mors Problem? Mor ist ein ehemaliger Pflücker aus den Wipfeln, der davon träumt, Häuptling zu werden. Doch die Wipfelbewohner sind einfache Leute. Um zu führen... muss man ganz unten sein. Ganz unten? Du meinst ganz oben, oder? Ich meine Klasse und Würde. Nur Bewohner des Bodens verfügen über echtes Ansehen. Die Baumwipfel sind für die Ungebildeten, Leute ohne Manieren. Klasse kann man nicht lernen. Vor allem nicht jemand wie Mor. Was ist an diesem Ort so Besonderes? Riechst du ihn nicht? Emeas erhabenen Duft? Er ist auf ganz Adelpha berühmt. Diese Gegend verzaubert die Sinne. Wir haben außerdem die herrlichen Morak-Früchte und einen noch herrlicheren Sinn für Diplomatie. Wie bitter die Lage auch sein mag. Tja, mehr kann ich nicht machen. Immer eine Freude, dich gehen zu sehen. Mit Dark über die Identifizierung reden. Wo ist denn der? Das ist der andere. Ist der wieder zurückgegangen? Nee, Moment, da steht... Ist er das? Die sehen halt alle gleich aus, ne? Du und dein magischer Schatz sind in aller Munde, Kumpel. Das gefällt mir nicht. Ich spüre ihr Misstrauen. Hoffentlich ist das Artefakt hier sicher. Emea hat viele Bewohner. Ob jemand weiß, worum es sich handelt? Das weiß keiner. Es ist zu... Warte! Nemet!
Er ist der Älteste im Dorf. Er hat viele Schriftrollen gelesen. Sogar einige der Ältesten. Vielleicht hat er eine Idee. Würdest du bitte mit ihm reden? Ich muss hier auf das Artefakt aufpassen. Die Bewohner werden zu neugierig. Vor allem Asan. Gehst du oft zu Nemeth? Ja. Ich verletze mich oft, obwohl ich noch nie wie andere Talaner beim Pflücken vom Baum gefallen bin. Mein Bestreben ist bisweilen gefährlich. Dieses Ding ist wie ein Panzer. Ich habe es bis hierher gerollt und es hat nicht mal einen Kratzer. Ich höre etwas im Inneren. Ist da etwas lose oder zerbrochen? Ich höre gar nichts. Entspann dich. Es ist alles okay. Du hast vermutlich recht, Ulukai. Ja, mehr haben wir nicht. Komm jederzeit wieder. Mit Nemeth über das Artefakt sprechen. Der müsste direkt... Ist es der? Ach, er! Hallo, ja, Shamash Nemeth! Du bist zurück? Alter? Darf ich fragen, wie alt du bist? Älter als eine frische Hoti und jünger als ein Feebaum. Du bist der Meister im Fragen ausweichen. Ich bin ein Meister darin, meine Emotionen zu kontrollieren. Beim nächsten Talaner, den du das fragst, solltest du mit Wut rechnen. Ich wollte dich nicht beleidigen, Nemeth. Ich frage nur wegen dieses Dings, das wir aus dem See geholt haben. Es wirkt sehr alt, uralt. Ich dachte, jemand wie du hat vielleicht in einer Schriftrolle davon gelesen oder so. Ich habe zwar viele Schriftrollen gelesen, banale und spektakuläre, doch an so ein Objekt erinnere ich mich nicht. Er sieht aus, als stamme es aus der Zeit vor den Talanern. Wo finde ich informative Schriftrollen? Vielleicht kann Dark sie mir vorlesen. Dark hat keinen blassen Schimmer. Die meisten Wipfelbewohner können nicht lesen, außer vielleicht Mor. Er hat sich weitergebildet. Am besten solltest du einen Gelehrten in der Dano-Bibliothek fragen. Ja, ich habe wohl meinen Bibliotheksausweis verloren. Kann ich mir deinen ausleihen? Ah, ein Witz. Sehr witzig, oder? Verzeih, wenn ich nicht lache. Dauerhafter Humor trübt die Reinheit des Phantasmas. Was? Scheiße, ich bin sowas von unrein. Wo liegt die Dano-Bibliothek? Gute Frage. Gibt es sie noch? Wurde die Dano-Bibliothek bei der Bombardierung Prokrianas komplett zerstört? Oder steht noch ein Teil davon? Du solltest es herausfinden. Warum weiß der das nicht? Wurden all die Gelehrten dabei umgekehrt? Es muss Überlebende geben. Der Assistent des Bibliotheksleiters soll angeblich am Tag des Zorns der Invasoren der Umkehrung entgangen sein. Wenn er noch lebt, muss er inzwischen sehr, sehr alt sein. Dann sollte ich mich lieber auf die Suche begeben. Wie heißt er? Sein Name ist Kurek. Schon damals, als ich in jungen Jahren Schriftrollen auslieh, hörte er bereits schlecht. Die Bomben haben seinem Gehör wohl kaum geholfen. Er könnte deine beste Chance sein, euer Artefakt zu verstehen. Er verbrachte sein gesamtes Leben mit dem Studium alter, mittlerweile verlorener Schriftrollen. Kurek, was? Ich werde ihn mal suchen. Danke, Nemeth. Ich würde dir ja Glück wünschen, Fremder. Doch jeder ist selbst dafür verantwortlich. Vergiss das nicht. Lias, ja. Hast du schon mal von diesem Kurek gehört? Ich wollte mich gerade melden, Ulukai. Ich habe etwas Seltsames entdeckt. Und da du nach Prokriana musst, aktiviere ich ein Daoka, damit wir persönlich miteinander sprechen können. Also gut, ich springe jetzt ins erste Daoka. Treffen wir uns. Was? Die Daokas. Ein aktives Daoka wurde auf deiner Karte markiert. Drücke das linke, um die Karte zu öffnen. Y und die A. Du kannst jetzt mit den neuen Daoka schnell nach Prokriana gelangen oder dir Zeit lassen und die Welt von Emea und die anderen Dörfer herum erkunden.
Okay, ich würde sagen, wir machen eine Schnellreise. Ich werde mich allerdings schon mal verabschieden für heute. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal in Procriana. In den Procriana-Fällen wieder. Irgendwann kann ich das Wort auch mal auswendig sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Die Jots wollen mir mit diesen Visionen etwas zeigen. Aber was? Gehen wir zu Mami? Wir sollten uns erst unterhalten, Kleines. Nur wir beide. Na komm. Wow. Du hast ein Geschenk für mich? Aus einer anderen Welt? Einer anderen Dimension, um genau zu sein. Na, klar. Mein Freund Sokrim muss sie mir zugesteckt haben, als... Sie ist für dich. Hier. Die Halskette. Sie leuchtet. Es ist ein Amulett aus einem der magischen Steine, die es auf Adelpha gibt. Mama hat auch eins? Steht ihr sicher prima. Pass auf, Camilla. Ich muss dir was sagen. Du musst jetzt stark sein, Kleines. Dieses Amulett hat Leas gesucht, als ich sie getroffen habe. Ich hatte es offenbar doch, bis ich es Camilla gab. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!